Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste, von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Ich lasse die Farbe blau leuchten. Sie steht für das Wasser, das Leben ermöglicht, für den Himmel, der sich über uns wölbt, an dem sich der Regenbogen sehen lässt, Gottes Zeichen seiner Treue zu uns und zu seiner Schöpfung. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und vertrete dich, auf dich vertraue ich und vertrete dich. Und Gott sprach, er sammle sich das Wasser unter dem Himmel an, einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringen und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, auf der Erde. Und es geschah so, und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen der Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Ich lasse die Farbe grün leuchten. Sie steht für alles, was wächst, blüht und gedeiht, was uns erfreut und an das Paradies erinnert. Sie steht für die Hoffnung, das Vertrauen auf Gott, für den Kreislauf des neuen Lebens. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht. Soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere,
und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, das erschienen auf der Erde, und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Lasse die Farbe Gelb leuchten. Sie steht für die Fülle der Farben, für den Lichterglanz der Sternen, für das Gelbchen, das uns selbst erhält und erleuchtet. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser rinnt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Ich lasse die Farbe Orange leuchten. Sie steht für das Lebendige und Wahre, für die wohltuende Mitwelt, die uns umgibt, für die Tiere. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, mein Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm,
jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seiner Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf den Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet, da ich euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allen Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. Lasse die Farbe rot leuchten. Sie steht für die Liebe und für die Hingabe, in den Geist und für den Glauben. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. So wurde vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Leuchten. Sie steht für Gottes Herrlichkeit, die er in der Schöpfung verwirklichen wollte. Sie kommt zu ihrem Ziel in der Ruhe, die wir brauchen, um Gott und uns selbst nicht zu verfehlen. Sieben Farben hat das Licht, will die Nacht vertreiben. Sieh es an und fürcht dich nicht, soll nicht finster bleiben. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich.
bald gab es Arme und Reiche, Starke und Schwache, und ein Volk wollte das andere beherrschen. Und die Gier des Menschen war groß, und er erhob sich gegen die Schöpfung Gottes, und der Mensch irrte umher und suchte das Licht in der Dunkelheit seines Lebens. Seinen Freunden hielt er das letzte Mal und wurde von einem von ihnen verraten. Im Garten Gethsemane rang er mit Gott. Musste er den Weg des Leidens gehen? Seine Freunde wachten nicht mit ihm. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sie nahmen ihn gefangen im Schutze der Nacht. Ihr seid ausgezogen wie zu einem Mörder. Bin ich nicht jeden Tag mitten unter euch gewesen? Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
brachte man ihn in den Prozess. Er hat Gott gelästert, sagten die einen. Er bügelte das Volk auf, sagten die anderen. Sie spielen ihn an und schlugen ihn mit Fäusten. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Den Tod der Verbrecher und von Gott Verstoßenen sollte er sterben. Es war niemand da, der für ihn eintrat. Außerhalb der Stadt schlug man ihn ans Kreuz. Spott und Hohn musste er ertragen. Renne doch Gott ihn, hat er ihm nicht vertraut? Und Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er starb. Und die Sonne verlor ihren Schein. Er endete wie so viele Hoffnungen, abgewürgt und ausgelöscht. Wir aber hofften, er würde Israel erlösen, gekreuzigt, gestorben und ins Grab gelegt. Schwer liegt der Stein vor der Höhle, die Hoffnung ist vermauert. Aus, das Ende. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Unseres Herrn Jesu Christi, wie sie der Evangelist Matthäus also beschreiben. Ehre sei der Herr. Als der Sabbat war umgegangen und der erste Tag der Woche an war, kam Maria Magdalene und die anderen nach ihm, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und fesselte den Stein ab. Und setzte sich daran, und seine Erscheinung war wie der Blitz, und sein Kleid weiß wie der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht, und wurden ans Leere sich. Aber der Engel hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesu, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und sehet die Stätte, da der Herr gelegen war.
und kehrt heilend hin und sah mit den Seinen, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Seht ihr, ich hab's euch gesagt. Und sie gehen eilend vom Grabe nieder, mit Furcht und großer Freude, und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Und sie, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm. Da sprach Jesus zu ihm: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündiget es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, das selbst werden nicht sehen. Die Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie geschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Lob sei dir, O Christus. Und so stimmen wir ein in den Osterruf, der heute um die ganze Welt geht. Ich rufe Ihnen zu: Christus ist auferstanden. Und bitte antworten Sie dreimal, kehrt das wieder mit den Worten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Nicht nur für Trompeten,
für alle, auch für die, die traurig und unglücklich sind, sodass alle Welt einstimmen kann, und groß und klein, und sei es unter Tränen, wirklich froh sein kann. Ja, so, dass selbst die stummen Dinge und die groben Klötze mitsummen und mitbrummen müssen. Ein neuer Mensch ist da, geheimnisvoll, uns allen weit voraus, aber doch eben da. Aus dem Dunkel des Grabes hervorleuchten lässt. Wir danken
Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen ward zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Thank you.
rufen sie immer auf die Worte, wir rufen zu dir mit Herr, erhöre uns. Gott, dir sei Dank für deine unaussprechliche Gabe. Du lässt die Sonne aufgehen und es hell werden, wo vorher Sorgen und Tod das Leben verfinstert haben. Danke für dein Licht in unserem Alltag. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Du hast das Leben, Leiden und Sterben deines Sohnes an Ostern in neues Leben verwandelt. Durch ihn gib mir dich für alle, die leiden. Lass sie Hoffnung schöpfen und lass es hell werden um sie herum. Sei es durch hilfsbereite Menschen, die ihnen begegnen, sei es durch gutes Zuhören und Ertrösten, durch Gemeinschaft oder deine Nähe. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten für die christlichen Kirchen, dass wir glaubwürdige Zeugen des Auferstandenen sind. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, für alle, die sie leiten und in ihr mitarbeiten, dass das Vertrauen auf den lebendigen Christus unsere Sorgen und Resignation überwindet. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Kultur und Wirtschaft, das Gewirken dem Leben der Menschen dient. Wir bitten dich für die Kranken und Trauernden, dass sie Kraft und Trost finden im Blick auf die Zukunft, die du bereithältst. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Partner.